sieht jetzt architekturmäßig wieder so aus wie da, wo wir am ganz oben Anfang halt des Spiels ja. waren. Das ist wohl einfach so ein Arbeitszimmer. Ja. Schön alles durchgehen. Ein Seilchen. Oh ja. Oh. Torture. Ja, ja, brauchen wir jetzt noch nicht. Ich lese nur mal kurz quer. Ja, komm auf. Ja, warte doch. Oh. Das brauchen wir sicher noch. Wir müssen doch jemanden foltern. Sag's dir. Und ich wüsste auch schon ungefähr, wer das sein könnte. Ja, ich auch. Gibt ja nur einen. Oh. Öl. Ah, hinfort, böser Vampir. Vor allem Vampir. Ja. Ja, dann ab raus hier, oder? War jetzt auch nicht. Hier wird auch gefoltert? Oder nein, aber hier, da hört er es. Insgesamt, um mitzukriegen, was da unten abgeht. Yep. Guck mal, man kann Türen. Wird rechts liegt direkt öffnen. Ja, ich weiß. Aufstoßen. Hatten wir doch schon, Philipp. Schon seit. Bei der ersten Folge wurde uns das gesagt. Das wusste ich nicht mehr. Mensch. So, hier sind jetzt wieder viel zu viele Türen. Mit Magie, Zeichen. Eins, zwei, drei. Ja, sieht ja einer aus. Diesmal gehe ich rechts. Gut. Ich wette, jedes Ding für ein Orbstück. Und es sind nur drei Stücke. Ja, aber wir haben noch eine zweite Tür. Erinnerst du dich? Weißt du das? Mhm. Musst du gleich rein. Was? Wo? Hier vorne. Woher denn so? Ja, aber wo denn? Gott. Ob das so eine gute Idee ist in dem Raum? Glaubst du? Ich glaube nicht, dass von hier was kommt. Okay. Oh, oh, oh. Rapist. Gott. Ich kann mir leider vorstellen, was. Ah ja. Ja, genau das. So läuft's. Gib doch hin. Da liegt das Orbstück. Ja. Piece of Orb. Da ist das, wie sagt man? Folterinstrument? Ja, bei so einem Mord. Ich komme gerade nicht drauf. Tatwerkzeug. Genau. Tatwaffe. Ja, und das auf Latein. Hä? Corpus delicti. Dings. Blabla. Modus operandi. Oh Gott. Ach, ich glaube nicht, dass da was kommt. Das wäre viel zu fies. Das ist eine Sackgasse. Dann bist du ja zurück und dann. Du. Bitte? Hä? Ich sag, das glaubst auch nur du, aber du hattest recht. Sag ich doch. Ich hab trotzdem Schiss. Jetzt nimmt er die linke Tür. Mit dem Pentagramm davor. Pentagramm? Wisst ihr, so viele. Was zur Hölle? Le Châtel. Licht aus. Spot an. Oh, ein Schrank. Brauchen wir mit Sicherheit noch, Philipp. Mhm. Was wurde hier gemacht? Schau mal kurz an.
Oh, fiese Sache. Oh ja, kurbel doch mal. Ach, ist das sogar hinter dem Rücken festgebunden? Ja, und unten Gewicht dran. Ah, ja, jetzt sehe ich's. Fies. Kurbelst du das jetzt wahrscheinlich hoch oder runter? Was ist das für ein Land? Ja, das ist es. Die Frage ist, wofür brauchen wir das noch? Gar nicht. Das ist einfach nur da. Fies. Das ist ja voll die Übel. Au! Knick, knack. Flashbacks. Das war's. Er ist total im Arsch. Weil ich das gemacht habe. Ja. Wenn du jetzt die Tür aufmachst, darfst du wetten, du darfst gleich wieder reinrennen und in den Schrank. Ich gehe direkt in den Schrank. Bin doch nicht bescheuert. Bringt ja nichts, das Viech ist ja noch nicht da. Ja, aber vielleicht kann er sich da ein bisschen beruhigen. Dazu brauchst du, glaube ich, Licht. Die Tür geht nicht zu. Ich? Nee, der Winkel stimmt nicht. So. Das hilft auch nichts. Setz mich in die Ecke und heul. Lieber weiter. Wieso kann er denn? What the? Du bist wahnsinnig. Völlig am Ende. Geistig. Was ist denn das jetzt? Einfach weiter. Boah. Völlig am Ende. Scheiße. Das hatten wir zuletzt direkt am Anfang des Spiels, dass er so getorkelt ist. Ja. Aber jetzt zicke zacke. Tja, das war schnell. Nur dieser Folterraum. Der war ja auch... Ja, stressig. Ja. Nicht so hübsch, würde ich mal sagen. Joa. The cradle is ready. Good. You're a man. How can you partake in this? Is he all right? He is one of the wicked. Don't pay his lies any attention. I'm not a bad man. It was an accident. He set a man on fire. It wasn't my fault. Why won't anyone listen? That's horrible. Of course. We are dealing with monsters here. Ja, der allseits beliebte Analspalter. Findest du? Ist das der? Ich glaube schon. No, please. Do anything. Whatever you want! Anything! I'll do anything! I'm innocent! Ich kann hier kein Licht machen, oder? Doch. Das Geräusch gerade schon gehört. Nee. Nee, das war die Kerze, die du angemacht hast. Arsonist. Was ist ein Arsonist? Lowered of the Impaler. So. Ich werde links hinter den Säcken ist das Orbstück. Hab's auch schon rausschimmern sehen. Siehste. Super. Super. Nix wie raus hier. Also, um was sollen wir wetten? Dass jetzt, nachdem wir die drei Stücke gefunden haben, wir gleich Besuch kriegen? Im Zweifel, wo war der Schrank? In der Mitte, ne? Im mittleren Ding. Rechts jetzt. Achso, jetzt dann rechts. Wo? Was? Hoch? Es wackelt nur alles. Wie immer. Schaffen wir trotzdem kurz einen Überblick. Mhm. So. Damit wäre ich zurück in dem größeren Raum, oder? Oder noch nicht? Ich weiß es gerade gar nicht. Ja, doch, ja, nee. Ja. Oder, ne? Was plätschert hier? Da warst du noch nicht drin, links.
der Brunnen plätschert. Ja. Warum tut er das? Willst du das nicht? Werf mal was rein. Oh Gott. Ja? Ich habe das Gefühl, irgendjemand mag nicht, dass wir Sachen in sein Wasserwerfer werfen. Ich würde sagen, du betätigst jetzt die Kurbel. Da war keine... Da ist eine Kurbel. Ist das die richtige Richtung? Ja. Wieder hoch. Ich will gar nicht wissen, was wir jetzt geangelt haben. Nichts. Weiter runter. Ende. Vielleicht kannst du da irgendwas dranhängen? Es war keine Interaktionsmöglichkeit bisher. Mit dem Seil. Spring doch mal rein. Oh ja. Den kannst du nur mit Rechtsklick dann bitte bewegen. Das sagst du jedes Mal, aber es passiert nichts. Bitte mach selber. Ich probier's mal. Ja gut, dann ist der einfach zu schwer. Rechtsklick war nur, um Dinge, die du schon aufgehoben hast, nochmal einen Schub zu verschaffen. Richtig. Aber irgendwas muss doch da sein. Also ich könnte mir so ungefähr vorstellen, was da unten ist. Aal? Ja. Und Konsorten. Jetzt soll ich mal weitermachen. Du kannst, kannst du wirklich versuchen mal, ob du mit dem Seil interagieren kannst, weil könnte mir vorstellen. Den Schinken! Genau. Alter. Wir gehen angeln. Wollen wir das wirklich tun? Ja, na sicher. Na sichi. Kommt von alleine hoch. Da ist jetzt irgendwas dran. Haben wir jetzt quasi. Ich könnte mir vorstellen. Okay. Wir haben jetzt einen Knochen. Remains. Mucus. Schleim oder was? Mucus ist doch Sabber oder sowas. Kann sein, ja. Das ist witzig. Verleitet es ja schon ein bisschen darunter zu springen. Ja, aber das wäre wahrscheinlich der Fallschaden schon. Good to see. You seem to have all so. Pieces used in the tracks. Guck mal. Warte. Mein Ohr? Okay, so. Jetzt musst du zum Choir. Was hat er. Was er hat gerade gesagt, du hast alle Steine vom Transept. Ja. Also gehen wir jetzt in was auch immer hier auf der anderen Seite ist. Wie viele Dinger haben wir? Was bitte? Wie viel? Drei. Zunderbüchsen. Ach so. Acht. Ja, ich mach mal hier den an. Das bringt immer so viel. Hui, die Tür ging schnell auf. Und schnell zu. Erstmal Licht machen. Super. Mauspad. Jetzt. Da ist eine Notiz. Ob das jetzt die mal ist? Agrippa Wire. Ja, das ist es. Tonic made from Paralyzer Vitae and Tempter. Ja. Aha. Gut, also da. Da sind wir jetzt gleich. Ja. Organize human victims' blood. Ja, okay, das gibt auch Sinn. Weil es gab oben noch die Tür mit dem Prison North. Das heißt, wir kommen da wieder zur Zisterne und müssen dann wahrscheinlich nochmal in die Morgue und müssen uns da Blut holen. Vielleicht. Mhm. Möglich. Tempter. Was? Ja, kümmern wir uns dann drum, wenn es soweit ist, oder? Mhm.
Oh, schön. Okay, Alexander ist wohl schon ewig alt. Gut, gut. Wahrscheinlich durch die Hilfe eines Orbs. Ja, schwarze Alchemie, Magie. Wie auch immer. Oh ja, Herrentier. Zack. Iku. Iku, Iku, Anti-Iku. Langer, heller Gang. Me gusta. Zwei Türen. Auch erst links. Weißt du, ich habe wieder hier die dunkle, furchtbare... Okay. 15th of August 1839. The blood wards are failing. The shadow beckons and its cry disarms my actions. Hurry, there's no time to spare. You have to kill another. Jetzt muss ich ihn quälen. Alexander produces a knife. He wants me to cut the flesh. Do it. Save yourself. He is a murderer, Daniel. He is evil. A cold-blooded killer. Hurry. Soll ich? Alexander, you must let me be. I have to concentrate. Paint the man. Cut the lines. Cut the flesh. Watch the blood spill. Let it come. Okay. Please, I didn't do anything. Paint the man, cut the lines. Paint the man, cut the lines. Okay. Please, the man cries. How you see. I did well. It's blood. One life for another. You hear me, guardian of the orb? I did all this for you. Now, once more, withdraw your shadow from my domain. Ja. Die Tür ist gerade aufgegangen, ne? Ja. Alter. There isn't much time. I can feel it. We must act swiftly. I will do whatever it takes. Gut, alles wieder easy. Alles wieder klar. Also, der Typ ist auf jeden Fall komplett wahnsinnig geworden. Ja. Und jetzt macht er das Kein Ganze Wunder. Irgendwie nochmal durch. Gegenüberliegende Türen? Ja, klar. Do whatever it takes. WTF einfach. Ja. Das muss man sich auch erstmal ausdenken. Da war nichts drin. Hier konnte ich nichts anklicken. Da gerade irgendwann rechts. Da, guck mal, der leuchtet. Paint the man, cut the lines. Paint the man, cut the lines. Hast du ein Messer? Nee. Please. Hast du ein Messer? Nee, habe ich jetzt nicht. Dann schneid die mit dem stumpfen Knochen auf. Ja. Aber bestimmt, also fast sicher müssen wir den Typ da aufschneiden und Blut auffangen, oder? Gießen, ja, wahrscheinlich, ja. Ja, ja, ja. Das hast du, da hast du recht. Könnte ich mir vorstellen. Ja, 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 ja. So, von wegen. Nur ich hab die dunklen Scheißdinger. Ja. Bewegt es sich gerade allein? Ich mach nichts. Okay. What are my intentions, Daniel? Viel zu riesig alles. Salvation. Extrem bedrohlich. It used to be yours, but now you only seek misplaced revenge. How do you justify your violence? Is it for the greater good? Are you doing the world a service? It is you who caused all this pain and death.
if you had accepted your fate and submitted to the orb when you first discovered it, none of this would have happened. It is curiosity in league with your selfishness that is killing us both. Nee, reicht eigentlich, ne? Okay, ich hab, also hier geht's, oh Gott, das ist voll riesig, ne? Mhm. Ich fange jetzt einfach mal hier an. Alles wackelt. Ja. Wir müssen da wahrscheinlich ja irgendwie einen großen Pilz finden. Ja, das auch. Das denke ich mir auch. Oh, eine eiserne Jungfrau. Ist das das? Oh, so scheiße. Von wegen die Schockmomente, ne? Klicks weg. Klingelingeling. Der Wie? Eismann kommt. Au. Wie es aufgeht und direkt mal Blut rausspritzt. Guck mal, da hätten wir uns doch den Knochen vorhin sparen können. Ja, da hängt ja der Sif dran. Den Sif brauchen wir. Ja. Sif. Wofür brauchen wir Sif? Keine Ahnung, Schleim von irgendeinem Viech. Oh, yay! Ist das rote Leuchten jetzt weg? Ja. Ja. Hast du gerade gesagt, Klingelingeling, hier kommt der Eiermann? Ich wollte. Das hat sich nämlich in mein Hirn gebrannt. Ich hab bei Klingelingeling aufgehört. Immer wenn diese bedrohlichen Szenen kommen, dann ist es. Na gut, das hört sich nur nach Steinen an. Steine sind mir egal.